Jo Leute, Sini am Start und willkommen zu einem neuen Nanatsu no Taizai Video. Heute geht's natürlich wieder frisch ab. Erstes Video im neuen Jahrzehnt. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr an dieser Stelle. Heute geht's weiter mit Seven Deadly Sins mit einem ganz besonderen Thema. Für mich eher ein bisschen nervig, denn ich bekomme diese Aussage, diese Frage, je nachdem, bekomme ich ganz oft in den Kommentaren zu hören. Ohne Spaß, es ist wirklich mega nervig für alle Leute, die vielleicht auch erst angefangen haben, den Manga zu lesen und vielleicht auch auf eine Art Fehlübersetzung reingefallen sind, ja, auf falsche Aussagen. Ich werde in diesem Video das Ganze ein bisschen näher erläutern. Und zwar geht es natürlich, ihr könnt es erkennen, am Titel und am Thumbnail. Es geht um Merlin und Meliodas. Passt natürlich auch ganz gut zum aktuellen Kapitel, wo wir sehr, sehr viel über Merlin herausfinden können, über ihre Vergangenheit und so weiter, wie sie Meliodas generell kennengelernt hat und dass sie sogar in ihn verliebt war, wo jetzt einige auf mich zugekommen sind in den Kommentaren und gesagt haben, hä, es macht doch keinen Sinn, denn Meliodas und Merlin sind doch verwandt oder nicht? Wurde das nicht mal gesagt im Manga oder so etwas? Viele Leute schreiben das, viele Leute denken das und diese Aussage stimmt nicht. Das ist eine falsche Aussage, das ist eine Lüge, die größte Lüge überhaupt, die in Seven Deadly Sins kursiert. Denn Meliodas und Merlin sind nicht verwandt. Merlin ist nicht das Kind des Dämonenkönigs, ist nicht das Kind der höchsten Gottheit. Und das ist eine Aussage, die wir uns heute mal so ein bisschen näher anschauen werden. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sind ganz nah an der 40.000 dran, fehlt nicht mehr viel, würde mich riesig freuen, wenn wir die in ein paar Tagen schon kriegen könnten. Erstmal natürlich, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass Merlin und Meliodas überhaupt verwandt sein könnten, ja? Die beiden sind die ältesten Mitglieder der Seven Deadly Sins. Die beiden sind quasi auch die Gründungsmitglieder der Seven Deadly Sins. Meliodas und Merlin haben zusammen mit König Bartralionis die Seven Deadly Sins geformt. Alle nachträglichen Mitglieder sind ja erst quasi danach gekommen, nach dem Heiligen Krieg, quasi in der gegenwärtigen Zeit. Natürlich sind auch ein paar Jahre vergangen und so weiter. Merlin und Meliodas kommen aus einer ganz anderen Zeit. Die kennen die Welt natürlich auch nochmal von einer ganz anderen Seite aus betrachtet. Nicht so wie die anderen oder die restlichen Mitglieder der Seven Deadly Sins. Diese Aussage, dass Merlin mit Meliodas verwandt sein sollte, die wurde im Manga getätigt, weil es eine Fehlübersetzung war, beziehungsweise es wurde erst darauf hingedeutet, dass Merlin quasi das Kind der höchsten Gottheit und des Dämonenkönigs ist, weil sie quasi mit beiden zu tun hatte. Das wurde damals in einem Kapitel quasi als Cliffhanger verwendet, um halt nochmal Merlins Hintergründe zu erklären bzw. Spannung aufzubauen. Das wird sehr wahrscheinlich im Anime in dieser Season natürlich auch nochmal thematisiert werden. Ich habe natürlich keine Ahnung, weil die Folge bis zum heutigen Stand noch nicht draußen ist, wie sie das im Anime übersetzen werden. Deswegen werde ich natürlich vorsichtshalber hier schon mal an dieser Stelle dieses Video machen, damit nicht wieder diese Rückfrage entstehen kann. Aber im Anime wurde doch gesagt, im Manga wurde es doch auch gesagt, nein, es ist eine Fehlübersetzung, es stimmt nicht. Merlin ist nicht die Halbschwester von Meliodas. Merlin ist nicht das Kind vom Dämonenkönig und auch nicht von der höchsten Gottheit. Sie wird nur als dieses betitelt, weil sie von beiden quasi die Kräfte erlangt hatte. Kräfte natürlich auch nicht hundertprozentig, sondern eher die Segen, Schrägstrich, Flüche bzw. die Immunitäten derer bekommen. Das heißt, sie ist immun gegen die Ten Commandments, sie kann von denen nicht getroffen werden, auch wenn das bei Garland mit der Wahrheit in der zweiten Staffel ein bisschen so gezeigt wurde, aber letztendlich hatte Merlin schon ein paar Asse im Ärmel und hat so ein bisschen rumgespielt. Warum sie das gemacht hat, wurde auch nie großartig erklärt. Ich denke, das war einfach ein Punkt, den Nakaba sich einfach für später bereit gemacht hat, um einfach zu sagen, ja, Merlin kann das einfach, um Merlin halt diesen Hintergrund geben zu können. Es wurde nie sonderlich erklärt, warum das bei Merlin der Fall war, warum Garlands Gebot da Anklang gefunden hat. Vielleicht war es auch einfach nur, um Garland zu verunsichern. Gopher hat ja auch eine andere Vision dargestellt, damit Garland wieder abhauen kann und so weiter. Aber vielleicht war es auch einfach in Merlins Interesse, dass jeder denkt, dass sie versteinert war. Und in Wirklichkeit war sie das gar nicht. Ja, also im Grunde wurde es nie großartig erklärt, aber das sind so Punkte, die auf jeden Fall auch nochmal mit diesem Thema zu tun haben. Merlin ist immun gegen die
Commandments, ist immun gegen sehr, sehr viele Flüche des Dämonenclans, aber natürlich hat sie auch eine Immunität gegen die Segen des Gottesclans, beziehungsweise gegen die Fähigkeiten derer. Sie hat sich einiges zunutze gemacht, ja, denn sowohl der Dämonenkönig als auch die höchste Gottheit wollten Merlin, weil sie ja so besonders ist, weil sie ja mit Infinity geboren wurde, mit dieser besonderen Magie, wollten diese auf ihre Seite ziehen. Dämonenkönig und höchste Gottheit haben natürlich unterschiedliche Clan-Gruppen, ja. An dieser Stelle haben sie auch mal in der Vergangenheit zusammengearbeitet, wenn es darum ging, Meliodas und Elizabeth zu verfluchen oder wenn es darum ging, das Chaos zu versiegeln, wie wir jetzt ganz aktuell herausgefunden haben. Aber sie waren natürlich schon Kontrahenten. An dieser Stelle ging es darum, wer kann diese Person zu damaliger Zeit, vor 3000 Jahren, Merlin dementsprechend, für sich gewinnen. Und das hat keiner von beiden geschafft, denn Merlin hat das für sich genutzt, beide verarscht, beide hintergangen und einfach die Geschenke oder die Gegenleistung quasi in Anspruch genommen und dafür wurde ihr Dorf Belialuin vernichtet. Und deswegen wurde sie gerade zu diesem Zeitpunkt im Manga, wo das alles rausgekommen ist, als in Anführungsstrichen Kind der beiden dargestellt, weil sie mit den beiden zu tun hatte, weil sie halt zu dieser Zeit auch dieses Kind war. Sie hat ja, wie gesagt, irgendwann im Laufe der Story, irgendwann auch, wir wissen jetzt natürlich weswegen, wegen Meliodas schlussendlich, ihr Aussehen verändert, ja, sich erwachsen gemacht und ihre eigene Zeit gestoppt, damit sie nicht mehr altern kann und hier natürlich das alles in Kauf genommen, sogar ihr eigenes Dorf zu vernichten, was im Endeffekt sogar vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil man jetzt natürlich verstehen kann, was das Dorf ihr eigentlich angetan hat. Das also nochmal zur groben Erklärung, warum Merlin als dieses in Anführungsstrichen Kind betitelt wird. Sie ist aber nicht mit denen verwandt oder wurde durch diese beiden gezeugt, geboren, wie auch immer. Das wurde damals so ein bisschen falsch übersetzt und viele haben das einfach mit aufgeschnappt, haben vielleicht nicht richtig gelesen und das Ganze einfach nur sehr, sehr krass verbreitet. Es gibt ja öfter mal irgendwelche Gerüchte über Manga, ja, über andere Manga-Serien, wo schnell etwas durchkommt, was gar nicht so richtig der Wahrheit entspricht und so weiter. Aber dieses Video wollte ich trotzdem separat nochmal machen, weil ich schwöre euch ohne Spaß, ich kriege diese Nachricht so oft, das ist nicht mehr normal. Jetzt natürlich im aktuellen Kapitel ist rausgekommen, dass Merlin mal in Meliodas verliebt war. Jetzt war dieses Thema nochmal ganz weit nach oben gepusht worden, weil jetzt wieder jeder sagt, das ist doch Inzest, das geht doch nicht fit. Meliodas und Merlin sind doch verwandt, warum war die verliebt, wusste sie das nicht, was ist da genau abgegangen und so weiter. Wie gesagt, also Merlin ist nicht mit Meliodas verwandt. Das ist einer der größten Gerüchte in Seven Deadly Sins, eine der größten Falschaussagen in Taizai und das wollte ich mit diesem Video hier nur nochmal klarstellen. Sie wurde nur als dieses gesegnete Kind dargestellt von den beiden, weil sie beide schlussendlich verarscht hatte und einen Handel mit den beiden abgeschlossen hatte, bei dem sie aber ihren Teil quasi nicht eingehalten hat und schlussendlich beide verraten hatte und quasi eigensinnig gehandelt hatte. Es gab in der Vergangenheit schon mal einen ähnlichen Fall mit Meliodas und Mael oder generell mit Meliodas und Elizabeth, weil viele natürlich nicht die Mutter von Meliodas kennen, beziehungsweise den Vater von Elizabeth. Es werden ja immer nur diese einseitigen Geschlechter von den jeweiligen Clangruppen gezeigt, das heißt der Dämonenkönig männlich, ja, aber wer ist denn der weibliche Part des Dämonenclans, beziehungsweise genauso im Gegenteil beim Gottesclan, die Mutter von Elizabeth, die höchste Gottheit, die Supreme Deity, wer ist denn der Vater von Elizabeth schlussendlich. Ob man sich da am Ende jetzt zusammentut und sagen würde, ey, die beiden sind wirklich die Kinder von beiden Parteien, das wäre schon ein ziemlich großer Korb, würde ich sagen. Ich denke nicht, dass Meliodas und Elizabeth irgendwie miteinander verwandt sind, das glaube ich einfach nicht. Und natürlich auch so ein bisschen in dem Fall Mael, weil er ja durch die Identität Esther Rossa sehr, sehr stark in Richtung Meliodas gedrängt wurde. Das hatte aber natürlich einen ganz anderen Hintergrund, wegen Gopher, der natürlich Esther Rossa erschaffen hatte quasi, der Mael ja quasi eine neue Identität gegeben hat, ihn quasi als Opfer des Heiligen Kriegs genutzt hatte, um für Verwirrung zu sorgen, um den Heiligen Krieg beenden zu können. Das war ja eine ganz andere Plotlinie, kann man sagen. Und deswegen wurde das so ein bisschen in diese Richtung gedrückt. Aber schlussendlich sind Mael und Meliodas auch nicht miteinander verwandt, Meliodas und Elizabeth nicht miteinander verwandt und Meliodas und Merlin
auch überhaupt nicht miteinander verwandt. Also das sind so Dinge, die manche sich so ein bisschen zusammenspinnen, keine Ahnung, das kommt hier und da immer mal wieder vor. Wie gesagt, ich bekomme diese Nachrichten sehr, sehr oft. Was Merlin genau von der Rasse her ist, ist immer noch 100% nicht festgelegt worden. Ja, wir wissen es immer noch nicht. Wir wissen, dass sie einen Vater hatte, der menschlich war, ein Magier, der genauso nach dem Dorf Belialuin benannt wurde. Also der hieß anscheinend auch Belialuin. Der Vater war nie für Merlin da. Der hat sie nur mit Büchern voll geballert, damit sie halt immer am Lernen ist und so weiter. Dieses ganze Thema, was wir in der letzten Review angesprochen hatten. Merlin ist also auf jeden Fall zur Hälfte schon mal ein Mensch. Vielleicht ist sie auch kompletten Mensch, aber wie diese Infinity-Magie natürlich in Merlin reingekommen ist, wie sie damit geboren wurde und so weiter, die Umstände ihrer Geburt kennen wir natürlich alles noch nicht. Ich denke, da könnte man auf jeden Fall einiges noch bringen, je nachdem. Vielleicht ist es relativ einfach gehalten und Merlin ist einfach nur ein Mensch, der mit einer besonderen Magie geboren wurde. Vielleicht gibt es noch ein Geheimnis mehr, das wir kriegen können. Muss man abwarten. Das wird Taizai uns auf jeden Fall noch bringen, diese Info. Ich hoffe, dieses Thema wird nicht allzu oft mehr angesprochen. Jetzt im Anime wird diese Szene noch einmal vorkommen. Ich hoffe, es wird richtig übersetzt werden und gut rübergebracht werden. Ansonsten werde ich nochmal auf dieses Video hier verweisen. Ich habe noch ein anderes, ähnliches Video mal in der Vergangenheit gemacht zu diesem gesamten Netflix-Thema mit Seven Deadly Sins, also mit der einen zweiten, in Anführungsstrichen, Staffel, die manche ja als zweite Season abstempeln, obwohl es theoretisch nur eine Art Pre-Season ist. Das wäre es von meinem ersten Video in 2020. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo auf dem Kanal. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!